Heute bei Super Mario Maker, unter anderem der aktuellste Event-Level, aber auch der Level, den ich für euch für 100 Parts Super Mario Maker gebaut habe. Gucken wir uns an, aber zuerst möchte ich euch etwas anderes präsentieren, und zwar das hier. Green Rescue Team. Checkt's einfach mal aus. Ich habe nämlich die 100 Mario-Herausforderung privat ein bisschen gezockt, als ich krank war. Und ja, damit die Zeit sinnvoll angelegt. Bei dem Schwierigkeitsgrad normal kam das dabei heraus. Und ich fand den Level sehr zeigenswert. Green Rescue Team, das sind die Yoshis. Sehr offensichtlich. Und der Levelaufbau kann sich sehen lassen, weil hier alles relativ automatisch abläuft. Und ich habe das so in der Art noch nicht gesehen. Let's take a look. Ich muss selbst hier nochmal Looky Looky machen. War das sinnvoll? Ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Bomben natürlich. Und immer aufpassen. Ich muss da wirklich ein paar Mal überlegen. Bis jetzt ist alles sehr selbstverständlich. Bomben mal wieder. Aber da muss man erstmal auf die Idee kommen, dass die beiden Yoshis so eingebunden werden. Ach ja, da seht ihr es, ein kleiner Tipp. Ich brauche das Trampolin, das bekomme ich auf diese Art und Weise, dass Yoshi so durch die Wand seine Zunge benutzen kann. Das funktioniert nur auch in diesem Artstil. Warte. Und jetzt schicke ich das hoch. Also in New Super Mario Bros. U funktioniert das nicht. Eine Eigenheit von Mario World. Eigentlich können wir immer bedenkenlos weitergehen. Da oben kommen... Ja, was kann ich denn jetzt tun? Irgendwas muss ja passieren und geschehen. Ich kann Yoshi hier weiterschicken. Ich kann nichts tun, aber mein Yoshinski kann es. Und dadurch... Helm und weiter geht's. Also ihr merkt schon. Runterschicken, dass Yoshi weiterkommt. Und jetzt kann ich hier lang. Und den killen. Habt ihr das gesehen, der Twomp? Der Twomp. So, noch hier. Schön drauf geachtet, dass ich auf dem Yoshi lande. Und auf nichts anderem. Flammen da drin in dem Ding? Bam, der Twomp hat ihn erledigt. Jetzt brauchen wir einen Pilz. Nicht etwa selbst. Weil ich mir den natürlich auch sehr gerne gönne, aber... Der wird benutzt. Intelligent, oder? Ich finde, es ist ein Level, der hat mich sehr geflasht und deswegen hat er es auf jeden Fall verdient. Oder etwa nicht. Bam. Doch, ich finde schon. Also Innovation sollte man loben. Zack. Wenngleich das wirklich nur im SMB-Style möglich ist zu bauen. Auf die Art und Weise. Konkret. Ups. Ja, Yoshi muss holen, aber du musst ihn hochschicken. Das geht mit unserem grünen Reitdino nicht. Und da auch schon das Ziel. Willst du viel? Spiel bis zum Ziel. Nee, ernsthaft also. Weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben schon so viel Schrott durchgemacht auch. In der Steinrangliste 100 Mario-Herausforderung. Dass sowas auch mal gezeigt werden darf. Ja, finde ich schon auf jeden Fall. Also von mir hat es einen Stern verdient. Ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Was ich auch noch kurz zeigen kann. Also ich habe die Level, die mir besonders ins Auge gestochen sind, mit einem Stern markiert, selbstverständlich. Anything is a pipe. Da frage ich mich selbst noch, wie funktioniert das? Guckt euch das mal an, ey. Aus Großbritannien. Promat Pie. Da kommt einfach mal ein Pilz raus. Einfach so. So, den kann ich ja nicht gebrauchen, den Powerblock. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Baut man da Röhren irgendwie in den Hintergrund oder so? Oder zum Beispiel hier, zack, Röhren und dann was anderes drüber? Geht das überhaupt? Ich habe da so meine Zweifel. Also da ist wieder irgend so ein komischer, ich will nicht sagen Glitch, aber sowas in der Art am Werke. Die kommen einfach aus der Wand. Und selbst wenn es einfach nur Röhren sind, die da platziert worden sind, finde ich es trotzdem sehr sehenswert und interessant. Tschakka! Bin ich hier richtig? Das ist auch schon das Ziel. Da oben ist noch was, aber... Ach, da gibt es ein paar Münzen. Okay. Anything is a pipe! Ja. Kann man mal zeigen. Es hat sich's verdient irgendwo, irgendwie... Wie gesagt, 100 Mario-Herausforderungen, ich will es mit euch auch nochmal zocken, also auf leicht lassen wir es ganz bleiben. Ich würde gerne mal auf normal, weil da findet man wirklich sehr interessante Level ab und zu. Meistens ist natürlich wirklich nicht so der Burner und da fragt man sich, what the fuck, wie kann man sowas hochladen?
Aber ich werde es nochmal spielen. Ich glaube, auf jedem Schwierigkeitsgrad werde ich es nochmal zocken mit euch. Wir haben sie schon zweimal gesehen. Ich weiß nicht, was mit dem Level ist. Vielleicht gucke ich später nochmal rein. Ich habe es ja schon zweimal im Let's Play gezeigt. Abschlüsse sehr schwierig. 5 inzwischen. Ich will halt die Fragezeichenpilze. Und das hat sich voll angeboten, als ich eh nicht aufnehmen konnte. Dass ich mich da hinsetze. Und ja. Schön. Okay, was wir heute machen ist, ja genau, mein eigener Level, den ich gebaut habe für Part 100, um das zu zelebrieren. Ich wollte euch ein bisschen was zurückgeben, ich wollte mich bedanken bei euch und habe mich deswegen beschäftigt, einen neuen Level gebaut und in der Hoffnung, dass er euch ein bisschen Freude bereitet hat. Dadurch, dass er nur eine Abschlussrate von 1,8% hat, denke ich mir so, what? Weil ich habe ihn eigentlich nicht schwer konzipiert und so, aber gucken wir einfach mal. Ich zeige euch den Level, wie er gedacht war. Es war nämlich eine kleine Idee dahinter von Let's Play oder von generell von Yoshi's Island. Welt 4-4 müsste es dort gewesen sein. Hier Wuschelsburger, wie es heißt. Wo man 4 Schlüssel sammeln konnte und die auch nacheinander alle gebraucht hat. Ob man die direkt eingelöst hat oder alle 4 erstmal sammelt, das blieb einem selbst überlassen. Und ja, das ist mir spontan eingefallen, als ich das Schlüssel-Update für Mario Maker das erste Mal bewundern durfte. Und deswegen sammeln wir hier Schlüssel, und zwar so viele, wie es geht. 8 Türen sind es nämlich. Wir sammeln rote Münzen, Schlüssel, aber eigentlich war wirklich nicht alles als schwer konzipiert. Wenn man hier so guckt, der Schlüssel liegt auf dem Weg. Es gibt einen Yoshinski, den müsst ihr auch behalten. Aber selbst wenn ihr ihn hier verliert, läuft er hier noch weiter. Die Flammen da unten, die erreichen euch nicht. Dieser Buhu-Kreis, der kann schon mal böse sein. Da habe ich ursprünglich nicht so eine Plattform drinne gehabt, sondern einen Bumper auf dem Boden, auf diesen Knochen. Und das war dann ziemlich schwierig, das abzutimen. Das muss ich zugeben, deswegen habe ich es leichter gemacht und habe da eine Plattform hin, wo ihr auf jeden Fall nicht getroffen werdet, solange ihr euch duckt. Denn Yoshinski braucht ihr hier oben. So ist es. Auch so kleine Details, ich sag mal hier so, was rausguckt. Ich habe mir echt Mühe gegeben mit Deko und so weiter und so fort. Hier nicht direkt weitergehen. Gibt eine pinke Münze. Ich habe aber die Checkpoints, hier wäre ein Checkpoint gewesen, entfernt. Weil ihr werdet sehen, wie der Level aufgebaut ist. So, ich mach mal dich kurz. Spuckt zwar nur Münzen, aber kann auf den Keks gehen. Sehr offensichtlich. Die Wolke braucht ihr nicht. Hier ist eine Blume drin oder eben ein Pilz, je nachdem, was ihr seid. Und der Rest ist eigentlich eher beschwerlich. Gut, nee, da war eine Münze und da ein One-Up. Seht ihr, das ist schon ein bisschen her, dass ich überhaupt gebaut habe. So, da ist ein Wandsprung vonnöten. Das bedeutet, nehmen wir Schlüssel Nummer 4 mit. Verdammte Axt, hat er mich erwischt, ey. Ja, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Wie gesagt, jeder erlebt sein eigenes Level viel einfacher als die Leute, die es hinterher zocken. Aber wenn man das Ganze ruhig angeht und sich die Lage anschaut, ich wollte keine Schwierigkeiten einbauen. Hier war eigentlich auch ein Schlüssel, aber es wäre einer zu viel gewesen am Ende. Habe ich diesen Schlüssel wieder entfernt, der einfach hier auf dem Weg lag. Da, das könnt ihr mit Yoshi machen, das könnt ihr aber auch mit Spin Jump machen. Das ist alles jedem selbst überlassen. Auch hier der Pilz, der kann ich abhauen. Also ich habe darauf geachtet, genügend Power-Ups zur Verfügung zu haben, weil viele haben in den Miiverse-Kommentaren geschrieben, dass der Level nicht so gut sei. Das, wenn er euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid. Wie gesagt, aber ich wollte irgendwas machen und auch die neuen Elemente mit einbinden. So, das waren die 5 pink Münzen. Die lagen eigentlich alle auf dem Weg. Deswegen nicht so schwierig, da den Schlüssel zu bekommen. Und guckt mal hier unten. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eine Niete ist dabei. Oben links ist nichts. So könnt ihr zwar hin, aber da ist nichts. Ab in die Röhre. So, wie viele Schlüssel haben wir denn? Ich glaube 6. Das hier ist ein harter Kampf. Weil die Kanonenkugeln, die machen es ein bisschen spannend, aber es spawnen instant, jederzeit, die ganze Zeit. Neue Pilze, das heißt, mit Geduld und Spucke ist Bowser Jr. hier schnell klein zu kriegen. Bams! Yoshinski, kommen Sie mit. So, ich kann jetzt kaum zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, 7 sind's im Moment. Wäre schlecht, weil wir brauchen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das können auch 8 sein. Weil man kann ja nur jeweils 4 Türpaare pro Ebene machen. Also maximal 8 Türpaare. Sonst hätte ich es vielleicht noch weiter ausgereizt. 8 Schlüssel mitnehmen. Und die jetzt ähnlich wie in Yoshi's Island Welt 4-4 immer wieder einsetzen.
Die Idee dahinter war auch, dass man vielleicht einen Schlüssel vergessen hat und es dann rausfindet, sobald man hier auf Granit beißt. Auch nicht schwierig. Schnell genug durch die Tür. Papa. Ja, wer da hingesprungen ist direkt am Anfang, der, ja, sollte nicht so sein. So lösen wir Schlüssel für Schlüssel ein. Immer noch mal einen fetten Bowser. Eigentlich sollte die Kugelwidi-Station viel höher sein. Aber ich wollte, dass man unter ihm oder über ihn drüber springen kann. Erledigen muss man diesen Bowser nicht. Checken gerne noch mal hier das One-Up ab. Und dann werden wir den letzten Schlüssel einlösen. Ich glaube, das ist ein kleiner Fail. Also, ich hatte auch ursprünglich geplant, dass man hier sich so denkt, nein, ich habe keinen Schlüssel mehr und hier links sollte es weitergehen. Da, wo die Goombas sind und weiter links, da, es wäre nicht versteckt gewesen, weil man das nicht so einbauen kann wie in, ja, diversen Games, dass man hier einfach nach links läuft. Wie in den New Super Mario Bros. Spielen beispielsweise gibt es ja nicht in Mario Maker, dass diese Wand sichtbar ist, aber man trotzdem durch kann. Ich glaube, das wäre in vielen bösen Leveln auch wirklich zu hart geworden. Aber da hätte ich den Schlüssel so irgendwie versteckt. Ja, aber dann wären nicht 8 Schlüssel einem gefolgt. Ich wollte ja das Ultimative, das Maximum rausholen. Wenn das manchen zu schwer war, dann tut's mir leid, ehrlich. Ich wollte es gar nicht schwer machen, ich wollte eigentlich nur eine kleine Idee dahinter bringen. Ja, mal gucken, vielleicht gibt's nochmal ein Level, vielleicht wenn das Let's Play vorbei ist. Mal gucken, mal gucken. Weltrekord 1 Minute 20, ist schon hart. Wie gesagt, ich habe keine Checkpoints eingebaut aus dem Grunde, oder ich habe sie wieder entfernt. In letzter Sekunde, einfach weil, ja, weil man eh den Rundgang dann wieder tun muss. Wenn ihr mittendrin seid, ihr spawnt zwar wieder an der allerersten Tür am Anfang, aber ihr müsst dann den kompletten Weg wieder gehen, ohnehin. Deswegen habe ich die Checkpoints entfernt. Ursprünglich waren welche geplant, aber eigentlich ist euch der Level zu schwer, ab in die Kommentare damit. So, und dann der Event-Level. Mensch, wir haben heute einiges auf dem Zettel. Metal Resistance, alter Hut. Ist schon wochenlang da, ich weiß es. Als der Level kam, ich hatte erst neue Parts aufgenommen und dann dachte ich mir, komm, ja, weiß ja nie, wann neue Event-Level kommen. Und ich dachte mir so, ich warte bis zum nächsten neuen Event-Level und bringe die dann auf einen Schlag. Irgendwie kam keiner und dann, wo ich aufnehmen wollte, war ich dann todkrank, ihr wisst das. Uah, deswegen machen wir es jetzt, besser später als nie, was? Bühne frei für Baby Metal, das Metal-Dance-Phänomen, das die Welt im Sturm erobert, anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Metal Resistance, das weltweit die Charts aufmischt, geben sich die Rockerinnen auch in Super Mario Maker die Ehre. Dafür haben sie sogar extra aufgenommene Audioclips mitgebracht. Abschlussrate 17%. Baby Metal sagt mir natürlich nichts, scheint wirklich für Japan exklusiv zu sein, so wie irgendwie viele Mario Maker-Level. Event-Level, wohlgemerkt. Wir können da nur mal ganz kurz bei den offiziellen Baumeistern vorbeischauen, ob die was haben. Hier gilt es also, Schlüsselmünzen zu finden. Pinke Münzen. Guck ich mal oben. Oh, ein böser Wickler. Also der Level ist blind für mich, auch wenn es viele von euch wahrscheinlich schon gezockt haben. Trotzdem, natürlich vollständigkeitshalber, kommt er jetzt dran. Wie ich das kenne, nachdem ich das hier aufgenommen habe, kommt erstmal der nächste Event-Level. Ist ja wirklich früher, also eine Zeit lang kam es jeden Donnerstag, Freitag. Da sind sie. Da kam jeden Donnerstag, Freitag mal neue Event-Level, aber dann eine große Pause und dann kam das mal wieder. Scheinbar unklar, wann es neue Event-Level gibt. Man kann es ein bisschen erahnen, weil in Japan kommen die Event-Level ein bisschen früher noch. Ja, aber schwer zu planen immer. Schwer zu planen. Ihr dürft mir da nicht böse sein, wenn ihr mal länger auf einen neuen Event-Level warten müsst. Werden manche auch schon ziemlich zeitnah. So, was ist mit euch hier? Da die ohnehin runterkrachen, würde ich mal hier hingehen. Da ist nichts. Ich warte jetzt erstmal, bis die Flammen aus sind. Und der letzte Trump. Ja, ich warte das mal ganz kurz. Nochmal ganz piano, muss ich da hin? Anscheinend schon. So habe ich mir das gedacht, weil der nicht wiederkam. Weil der nicht wiederkam. Na, ihr Koopas, ihr seid resistent, hä? Dornensäulen. Bis jetzt ein ganz angenehmer Level. Typisch Event-Level. Jetzt geht's ab! Baby Metal! Was ein Name allein, ne? Baby Metal.
Wuhu! Also ich würde es ja auch schon feiern, wenn Nintendo so ein paar YouTuber zum Beispiel Level bauen lassen könnte und als Event-Level bringen würde. Das hätte durchaus Stil. Das würden auch viele feiern, weil ich weiß ja nicht, wie viele Fans diese Baby-Metal-Band hat. Aber wir YouTuber haben auch eine gewisse Fanbase und ich würde es feiern. Da würde ich auch einen richtig fetten Level bauen. Da würde ich mich wirklich von mir aus wochenlang hinsetzen und feilen und machen und tun, damit ich einen möglichst geilen Level als Event-Level bauen könnte. Einer, der, wo ich mir sagen kann, der ist besser als das hier. Und wo ich sagen kann, der ist besser als den Level, den ihr eben von mir gesehen habt. Da würde ich mal richtig lange und richtig gut überlegen. Soll aber keine Kritik sein an den Event-Leveln. Ich fand es, wie gesagt, wir hatten schon Event-Level, die waren um einiges, ja, weniger so atemberaubend. Ihr habt ja übrigens auch ein paar Fragezeichenpilze. Dadurch, dass ich so viele 100 Mario-Herausforderungen gespielt habe, habe ich auch die einen oder anderen hier freigespielt. Ja, schwierig zu sagen. Wie viele? Geht es bis 150 momentan? Weil Baby Metal hier ist, vielleicht geht es nur bis 144. Also die da links, kann ich mal hintippen? Leider nicht. Die sind von der sehr schweren 100 Mario-Herausforderung. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nehmen wir doch mal die offiziellen Baumeister. Ich habe das letzte Mal geguckt, aber da war nichts. Wer weiß, vielleicht. Das wäre doch mal was. Bowser? Schade. Das ist natürlich schon Qualität pur, Bowser. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber der hat's echt drauf. So ein Level wie Bowser würde ich irgendwas erstellen. Muss noch nicht mal lang sein. Wisst ihr, gute Level sind nicht gleich lang. So. Leider nicht. Im Moment gibt es keine neuen Level von offiziellen Baumeistern. Man sieht es ja anhand der Flagge. Gut, ist heute ein bisschen all the rest. Ihr merkt das. Ich kann eventuell den Level nochmal spielen, den ich da hatte. Oder soll man Lesezeichen-Level nehmen? Sternranglisten-Level. Keep Run. Ja. Niemals vergessen, wenn ihr das hier auf Gesamt und alle stellt, dann habt ihr die, die am meisten insgesamt dran kamen. Das ist, ja, das bleiben immer dieselben. Dann kommen wahrscheinlich wieder das Star Wars-Theme, ja, und Stand By Me. Dann ändern wir es auf diese Woche, leider. Anders geht's ja nicht, aber Schwierigkeitsgrad alle immerhin. Das bedeutet, was zum Teufel ist das? Es sieht interessant aus. Sehr sogar. Es ist ein Automatik-Level. In 3 Sekunden lösbar. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein kurzes... Ja, wer weiß, ob ich es in 3 Sekunden hinkriege. Offensichtlich nicht. Die sind so gut wie abgelaufen. So lobe ich mir das. Einen ähnlichen Level haben wir schon mal gesehen, ne? Habe ich euch gezeigt im SMB1-Stil. Das sah aber nochmal übelst episch aus. Ich habe auch versucht, sowas nachzubauen, aber ganz im Ernst, ich habe es nicht hingekriegt. Sowas hatte ich übrigens auch vor für das für den 100-Part-Special-Level. Aber leider habe ich... Ich habe es versucht, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Da braucht man schon ein bisschen Talent. 100 Mal? Ernsthaft? War schon ordentlich Speed dahinter. Keep Run, naja, ein Musiklevel. Davon haben wir schon genug gesehen. Blue Shell Dash Mix, was ist das denn? Song Quiz, das ist auch immer eine gute Sache. Ja, die sind mir zu kurz. Die können nichts Besonderes sein. Mal sehen, was sich hier dahinter befindet. Ich habe ein bisschen Angst. Und Respekt. Weil ich verstehe kein Japanisch. Aha. Gucken wir doch mal. Ach nee. Wenn ihr mir schon so anfangt, dann lasse ich's. Wenn ihr mir schon so anfangt. So Glitch-Level. Nee. Im Ernst. Run. Anime Medley. Ich sehe Pokémon, Dragon Ball. Hören wir uns das einfach mal an. So, mitlaufen oder still stehen bleiben? Wie ist es? Dragon Ball GT, ganz klar. Sorae. Thank you.
Die Fail, man muss sich opfern. Was nun? Habe ich jetzt nicht erkannt? Ihr vielleicht? Aber ich denke, da sind auch äußerst japanische Sachen dabei. Das wär's. Halt ein typischer Musiklevel. Muss man so sagen, aber auch gut gemacht. Auch, dass die Kugeln wie die Station so runterfallen und dies, das Ananas. Also, kann sich sehen lassen, hatten wir halt mal wieder ein Musiklevel. Zieht mir nicht mehr die Socken aus, aber es war einer der allerbesten Sorte. Wenn man das schon mal so sagen darf. Und irgendjemand hat es in 18 Sekunden durchgerusht. Das sind mir die richtigen. Aber Dragon Ball GT habe ich erkannt. Da kann ich nicht nur, kenne ich nicht nur das Sorae, sondern das Original, bevor das auf Deutsch großartig übersetzt wurde. Oh Mann! Ich traue dir, das habe ich schon mal gespielt, was? Ah ja, pass mal auf, was man hier machen kann. Erstmal würde ich laufen. Hier habe ich versucht, den Rekord zu brechen. Und zwar mit dem P-Switch. Diese Shell Jumps. Ich weiß nicht, wie man da noch schneller sein kann, ganz im Ernst. Also es gibt ja welche, die eine Millisekunde besser waren. Ich habe auch überlegt, kann man da besser rennen, indem man einfach von Plattform zu Plattform springt. Aber ich finde, da verliert man auch Zeit. Habe überlegt, vielleicht mit einem Spin-Jump am Ende, dass man schneller fällt und so. Aber das kriege ich nicht ganz koordiniert. Naja. Okay, die Sternrangliste ist, wie sie ist. Da gucken wir zu gegebener Zeit nochmal. Aber im nächsten Part erstmal die 100 Mario-Herausforderung mal wieder, weil die habe ich lieb gewonnen in letzter Zeit und die hätte es mal wieder verdient. Also schaltet ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag bis dann und ciao!